Hallo und willkommen in der nächsten Folge zu unserem Profi-Walkthroughs zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir Usiris besiegt und sind hier gelandet, in einem versteckten Seitengebiet. Dieses Gebiet ist eine Nachbildung des Startgebiets. Sogar den Feuerbahnschein werden wir hier wiederfinden. Nur etwas anders als sonst. Und dieses Gebiet, ich sag's euch wie es ist backeschwer. Verzweifelt nicht, wenn es hier nicht gleich so klappt, wie es klappen soll. Hier ist wirklich Geduld gefragt. Und man verirrt sich auch ganz leicht. So, wir fangen hier an. Wir biegen hier gleich mal nach links und finden hier gleich mal alte Bekannte wieder. Am besten könnt ihr es so machen, ihr schleicht euch an. Nietert den ersten gleich mal mit dem Backstep um. Und lasst euch möglichst nicht töten. Werdet ihr euch denken können, die sind nachskaliert. Schild benutzen, dann passiert auch nichts. Und wenn er das macht, das ist ja schon fast geschenkt. Hat dieses Gebiet, das ist der Estus Ascherring, das ist das Portal zum anderen Estus Ring. Moment, ich zeig's euch mal. Der Estus Ascherring erhöht die Estus Ascheflakos Regeneration für FP. Ja? Wir haben hier TP, das heißt für Zauber. Also für uns völlig irrelevant. Und nutzt die Möglichkeit, hier wieder zurück zum Leuchtfeuer zu gehen und euch nochmal aufzufüllen, weil zu den Brüdern da vorne braucht ihr jetzt nicht mehr gehen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Ja. Lasst euch hier nicht narren. Hier lauert Gefahr an jeder Ecke. Seht ihr die da vorne? Die wartet schon auf euch. Wir hören auch die Hunde. Da oben sind Hunde, hier sind Hunde. Wie ihr geht, ist egal, es sind Hunde. Ja, das hat dich angelockt, ne? Die haben wir das letzte Mal in der Kathedrale des Abgrunds gesehen. Hier natürlich nachskaliert und um einiges stärker. Gibt ja, glaube ich, zwei Stück von denen. Da ist die zweite. Das hätte ein Backstab werden sollen, Mädel. Also die versaust du mir gerade gründlichst. Da unten sind die nächsten Hunde. Nicht nur einer, sondern drei an der Zahl. Versucht sie anzulocken. Möglichst einzeln. Ja. Danke. So, ein Titanitbrocken ist die Belohnung. Sehr schön. Hier sind gleich die nächsten Hunde versteckt. Das war es erstmal an der Stelle mit den Hunden und mit den schweren Gegnern. Jetzt gibt es ein kleines Wiedersehen auch. Wir haben sie in der ersten Folge gesehen und besiegt. Jetzt hat sie Verstärkung mit. Die Kristallechse ist zurück. Dieses Mal mit Bruder.
Also die Einzel machen sollte, glaube ich, brauche ich euch nicht erklären. Das ging sich aber ganz knapp aus. Au. So, zwei Titanitschuppen als Belohnung. Und jetzt Nummer zwei. Ups. Ah, geht sich nicht mehr aus. Aber jetzt geht sich's aus. Und noch einmal zwei Titanitschuppen als Belohnung. So, dann beherzten Schrittes zurück. Und heilt euch hier jetzt auf, denn wir kriegen den nächsten menschlichen Gegner vorgesetzt, beziehungsweise im Vasor. Eine sehr unschöne Frau. Mit ein bisschen Backup. Bevor er auf sie losgeht, auch gleich mal den da an der Ecke um. Eine Zauberin, wie es sieht. Und die haut auch noch ordentlich fest zu. Ja, na, das ist natürlich das Idealum, aber... ich bin auch abgefahren. Das sind meine, die nehme ich, wenn es recht ist. Unterschätzt diese Typen hier nicht, auch wenn es die Gegner von Anfang sind. Die sind hier um eine Ecke stärker. Und das lassen sie euch auch spüren. Eine verborgene Segnung. Und aufgepasst, da ist noch einer. Ganz so aufgebaut wie zum Beginn unserer Reise ist es hier nicht, denn Gegenstand kriegen wir hier keinen mehr. Und da drin geht es auch schon zum Boss. Wundersamerweise heißt er Gundyr, aber nicht Ludox Gundyr, sondern Meister Gundyr. Na komm her. Mach mal dich auch noch weg. Und ihr habt wie immer ein kleines Tutorial. Es gibt die Möglichkeit, euch einen NPC mitzunehmen. Wir kennen ihn schon, den Schwertmeister, und ich empfehle euch, nehmt ihn mit. Der Kampf beginnt ähnlich wie mit Ludox Gundyr. Ihr könnt gleich am Anfang ein paar billige Schläge landen, aber wirklich nur ganz am Anfang. Und ihr werdet es dann gleich erleben, es ist kein Ludox Gundyr. Meister Gundyr ist extrem schnell und... was noch hinzukommt, er hat zwei Phasen. In der zweiten Phase wird es noch extremer. Ihr seht schon, er hat auch eine Lanze, eine Stangenwaffe, aber... ihr könnt seinen Schwertmeister sehen. Gundyr haut ordentlich zu. Und hier sehen wir seine Crab-Attack. Die solltet ihr am besten vermeiden. Wirklich vermeiden.
Die macht extremen Schaden und es kann auch sein, dass er euch hier aus der Spielwelt rauswirft, wenn er euch hier am Rand erwischt. So, die zweite Phase beginnt. Jetzt ist er deutlich agiler und aggressiver. Das Beste, was ihr machen könnt, ist ihn kommen lassen, schauen, dass er hinter ihn kommt, kurz ein, zwei Schläge landen und sofort wieder weg von ihm. Beziehungsweise in Verteidigungshaltung gehen. Ihr seht's, der macht keine Freunde, der lässt keine Luft. Ohne NPC, wenn ihr das erste Mal spielt, wird es verdammt schwierig für euch werden. So, ich lasse den NPC absichtlich hier sterben und habe mich zurückgehalten, damit ihr seht, wie der Kampf mit ihm ablaufen würde, wenn ihr es alleine angeht. Ihr seht's, seine Kombos sind fatal und gut aneinander gereiht. Ich habe fast keine Chance. Ich brauche auch immer ein, zwei Versuche bei ihm. Er macht es mir gerade ein bisschen leichter. Hier wieder schwerer. Und wie gesagt, hier an der Stelle sollte euch seine Grab-Attack nicht erwischen. Ihr seht, er bräuchte noch einen Schlag und ich komme noch nicht mal dazu, diesen auszuführen. Zack, jetzt habe ich ihn erwischt. So, das war ein kleines Tutorial. Wir sehen uns jetzt, wie es in Echtzeit abläuft. Und ihr habt sicher im Erklärungsvideo schon gesehen, wir können uns hier Hilfe mitnehmen. Und das werden wir in diesem Falle auch beanspruchen. Denn ihr habt es gesehen, der macht keine Freunde, der haut zu, bis ihr nicht mehr könnt. Und wenn Next Game Plus Charakter schon Probleme hat mit ihm, dann werden wir mit unserer Ausdauer wahrscheinlich auf noch größere Probleme treffen. Deswegen nehmen wir unseren Wertmeister noch einmal mit. Es ist auch das letzte Mal, dass er uns helfen wird. Und legen uns mit Meister Gundy an. Gleich ausnutzen, billige Schläge. Jeder Schaden an ihm ist gut, den ihr anrichten könnt. Ja. Ja, Schwertmeister, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Die Grab-Attack ja nicht erwischen lassen. Zweite Phase. Jetzt legt er es so richtig los. Der Schwertmeister macht es gerade goldrichtig. Jetzt nicht mehr. Verpasst. Nein! Ah, er hat mich. So. Aber das war's für Meister Gundy. Und hier gibt es auch noch ein Item. Das ist eigentlich sehr selten in einer Arena, dass ein Item liegt, die Klebe des Schwarzen Ritters. Und Schwarze Ritter werden jetzt auch gleich wieder Thema sein. Denn auf dem Weg zum Feuerbahnschrein hoch erwarten uns hoffenweise Schwarze Ritter. Also wenn ihr einen Spot sucht, wo ihr dieses Set hier farmen wollt, das ich gerade trage, hier habt ihr die größten Chancen.
aber auch eine ordentliche Menge Gefahr. Die gibt's gratis mit dazu. Schauen wir mal, ist hier was? Nö, nicht wie am Anfang, hier gibt es nichts. Gibt's hier was? Nö, auch nicht. Dann gehen wir mal hoch und treffen hier auf den ersten Schwarzen. Komm mal runter da. Immer am Schild vorbei. Wenn er es dann zulässt, könnt ihr ihn auch backstabben. Da kommt gleich sein Bruder. Das hat er gesehen, das mag er nicht. Kleiner Bug, nutzen wir aus. Und das war's auch für dich. Somit ist der Weg schon ein bisschen sicherer. Da müsste man dann schon irgendwo den nächsten sehen. Wo ist er? Ich weiß, dass du da bist. Schauen wir mal, ob wir hier was ums Eck kriegen. Ah, oh, hier gibt's was. Und Ärger. Der Hornissenring. Berühmter Ring aus der Dark Souls-Geschichte. Verstärkt kritische Angriffe. Ist nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. So, und wer erwartet uns anstatt des Schwertmeisters. Man hört schon. Die Chaosklinge. Da ist er. Der nächste schwarze Ritter. Du gehst es gerade sehr ungeschickt an. Beziehungsweise aus deiner Sicht geschickt. Ich stecke nämlich in der Ecke fest und das ist nie gut. Danke. Nee, 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 nee. Schade, ich dachte, ich könnte ihn jetzt auch runterschubsen. Das wäre nur gerecht gewesen. Ey. Das war gerade nicht sehr ritterlich. Wenn man heilt, dann lässt man heilen. Gut ist. Mit den Rittern ist es jetzt hier halbwegs vorbei.
Hier gibt es noch eine Seele. Immer gern gesehen. Ja, der da hinten unten beim Hornissenring, der steht natürlich noch. Der wird uns aber gar nicht zu sehen bekommen. So, wir sind jetzt hier am Feuerbahnschrein. Und zwar an der dunklen Variante davon. Und hier gibt es jetzt einen Gegenstand, der ist unheimlich toll. Nämlich Fragment des gewundeten Schwertes. Das Fragment des gewundeten Schwertes ist im Grunde nichts anderes als ein Heimatknochen. Aber unendlich nutzbar. Das heißt, die könnt ihr dann, wenn ihr wollt, sogar verkaufen. Ihr braucht nur noch dieses Item, um euch zu teleportieren. Werden wir dann auch machen. Jetzt grasen wir erstmal die Gegenstände hier ab. Hier gibt es eine Asche. War es hier? Nein, hier war es nicht. Aber hier hinten war es. Nee. Dann ist es da. Ja, da ist die Wand. Hier ist eine Fake-Wand. Und hier kriegt er den Gegenstand, der das zweite und dritte Ende des Spiels freischaltet. Augen der Feuerhüterin. Sehr, sehr schön. Zwei super Gegenstände gefunden. Das gewundene Schwert und, also das Fragment des gewundenen Schwertes und für zwei alternativen Enden den Questgegenstand. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my purpose know. What can this owe? So. Ihr könnt bei ihr etwas kaufen, und zwar eine Rüstung, nämlich die des Wolfritter. Wenn ihr das Wolfritter-Schwert und die Rüstung habt, das sieht wirklich unheimlich toll aus. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne kaufen. Ich kaufe eher die. Kann man immer brauchen. Best not tarry. Ja, ja. So, im Grunde genommen war es das hier. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob es die Möglichkeit gibt, hier wieder raufzuspringen und über die Balustraden zu gehen, ja, das geht ja sehr wohl. Das machen wir jetzt auch kurz, weil da oben gibt es noch ein Item und ich bin mir nicht sicher, ob es hintenrum noch was gibt. Obenrum nicht. Das kann ich euch ganz genau sagen. Da findet ihr nur die leere Truhe vom Ring. Falsche Richtung. Hier müsste noch ein Gegenstand liegen. Wo ist der? Okay. Next Game Plus Stuff. Next Game Plus Stuff. So, schauen wir mal. Kann ich's noch? Na sicher kann ich's noch. Als hätte ich's gelernt. Also wie ihr seht, wir kriegen nichts mehr. Außer einen unnötigen Weg. Und die hier kann man auch nicht öffnen. Die ist vollkommen zu. So, das war's von der heutigen Folge und in der nächsten Folge geht es dann in der Burg schon wieder weiter. Wir verwenden jetzt unser gewundenes Schwert. Okay, hier geht's anscheinend nicht. So. Wir gehen zum richtigen Feuerbahnschrein und geben der Feuerhüterin die Augen.
Welcome home, Ashen. Speak thine. Ashen One, are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Very well. Then touch the Dagnar. So, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen in Belastbarkeit. Zwei Punkte sollten genügen und den Rest stecke ich in Kondition. Farewell, Ashen One. Dann lösen wir unsere Estos-Scherbe ein. That is good, wasn't it? Dann lassen wir mal unser Schwert upgraden. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, das Schwert des Wolfsritters ist jetzt sogar schon vollständig. Und dann kaufen wir bei Grirath noch Pfeile, weil die werden wir jetzt dann... Hoppala, ich bin vorbeigelaufen an ihm. Bei Zeiten brauchen. You know, I was thinking about leaving for another round of thieving. There must be something of use in Lothric Castle. Ja, ich sehe das. I'm aware of the danger. That castle is a death trap. Jo. Not a single man has returned from the castle unscathed, even back in the day. But I don't want to sit around and die a petty rat. And I consider myself your friend. Thank you for placing your trust in me. Don't you worry. I know Lothric like the back of my hand. Ja, du bist ja auch da im Kerker gesessen. So, wir kaufen trotzdem noch bei ihm. Er geht jetzt wieder auf Reisen. So, das war's von der heutigen Folge. War wieder schön mit euch. Ich verneige mich noch einmal in Ehrfurcht vor euch und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge. Tschüss, bis dann.